Wie ihr sehen könnt, fallen die Temperaturen hier bei uns im Dreiländereck in der Nacht schon rapide ab. Hallo bei mir im Küchengarten. Heute nehme ich euch mit zu den wichtigsten Gartenarbeiten für den Spätherbst. Und damit sind wir schon mittendrin bei der ersten. Und zwar habe ich all meine Beete, wo ich Deckel dafür hatte, also Hauben, Frühbeethauben, winterfest gemacht, diese Hauben aufgesetzt. Und auch hier im Gewächshaus schließe ich in der Nacht schon das Fenster und die Tür, obwohl ich oder gerade weil ich noch Tomaten drinnen habe, wo ich hoffe, dass diese noch ausreifen. Bis jetzt schaut es ganz gut aus, weil es tagsüber immer noch schön warm bleibt. Dann aber bitte nicht vergessen, das Gewächshaus wieder aufzumachen, denn sonst kommt es dort drin gerne zu Kondens, was zu Schimmel und Mehltau führen kann. Meine allerliebste Arbeit im Herbst ist natürlich immer noch das Ernten und in diesem Jahr geht es bis spät in den Winteranfang sogar hinein. Wir haben Ende Oktober, da es immer noch so warm war, da habt ihr zuerst meine Hängezucchini gesehen, die war wirklich ein toller Erfolg, die will ich im nächsten Jahr weiter anbauen und noch viel mehr pflanzen. Hier habe ich noch ganz tollen Herbst. Fenchel, der ist viel besser gekommen als der Sommerfenchel. Schaut euch mal diesen Brummer an. Da verarbeite ich nicht nur die Knolle, sondern natürlich auch die Stängel und das herrliche Grün in diversen Gemüsepfannen. Und ganz neu bin ich auf verschiedenste ewige Kohlsorten gestoßen, die nicht nur eine attraktive Staude im Garten sind, sondern auch jedes Jahr aufs Neue die Kohlblätter zum Essen bieten. Und ihr seht, so habe ich eigentlich immer wieder etwas Schönes fürs Mittagessen. Heute war es besonders reichlich. Das freut mich immer sehr. Und zum Naschen gibt es auch immer noch etwas. Schaut euch mal das an. Das ist Opas süße Dattel. Das Saatgut habe ich bei Anjas Gartenreich gekauft. Schaut euch mal an, wie die immer noch trägt. Ja klar, jetzt ist die Braunfäule schon etwas aktiv, aber dafür, dass diese Tomate das ganze Jahr im Freiland gestanden ist, muss ich sagen, wirklich toll. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, unsere Süßkartoffeln zu ernten. Das war ja das Projekt des Ältesten meiner Jungmannschaft für seine Maturaarbeit. Da hat er ja dieses Steinhochbeet gebaut und alles mit Süßkartoffeln bepflanzt. Die Ernte hat uns beide brutal überrascht. Schaut euch das mal an. Unglaublich reichlich. Das waren dann über 9 Kilo. Das hat sich wirklich gelohnt. Das Beet hat natürlich ausgeschaut wie Kraut und Rüben, da die Kartoffeln viele Ausläufer gebildet haben. Das haben wir dann aufgeräumt. Das Beet ist auch recht abgesackt. Wir haben es mit frischem Kompost befüllt. Der frische Kompost ist jetzt wie ein Mulch und so kann sich das Ganze bis zum Frühjahr noch setzen und ist dann bereit für die neue Saison. Wenn dieses Video interessant für euch ist, wie wäre es mit einem Abo? Oder werdet sogar ein Mitglied meines Kanals? Mitglieder erhalten spezielle Vergünstigungen und helfen mit, dass ich noch mehr Videos wie dieses erstellen kann. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Sehr spannend im Herbst ist auch immer das Ernten des eigenen Saatguts. Ich mache es immer so beim Gemüse, dass ich jene Sachen blühen lasse, für die mir das Saatgut im nächsten Jahr ausgegangen ist. Außerdem ernte ich sehr gern Naturpflanzen wie hier den Steinklee oder die blaue Kugeldistel, die Echinacea, die ich dann überall im Garten verteile und mich freue, wenn es blüht. Die Lufergurke habe ich dieses Jahr auch noch geerntet. Dazu gibt es ja ein Video, die rote Rübe und von meinem geliebten bulgarischen Riesenlauch. Jetzt ist die ideale Zeit, um Obstbäume und Sträucher zu pflanzen. Es ist nämlich noch warm genug und auch feucht, sodass sie schön durchwurzeln können, bevor der Winter kommt. Ich musste mich in diesem Jahr von ein paar alten Säulenapfelbäumen trennen. Diese hatte ich vor circa 8 Jahren gepflanzt und sie sind nur in die Höhe geschossen und haben nie Früchte getragen.
Damals war eben die Züchtung der Säulenbäume noch nicht ganz ausgereift und es gab mehr Probleme als Vorteile. Deswegen habe ich mir jetzt beim Gärtner meines Vertrauens einen Säulenapfelbaum, eine Säulenzwetschge und eine Ölweide bestellt. Und die mussten natürlich jetzt in die Erde gebracht werden. Dann habe ich auch noch entlang des Sichtschutzes meines Küchengartens zwei neue Johannisbeerensträucher gesetzt. Da hatte ich ja schon eine weiße und jetzt ist noch eine rote und eine schwarze dazugekommen. Bei all diesen Neupflanzungen gilt unbedingt gut wässern, falls es wieder erwarten im Herbst doch trockener werden sollte, damit sie noch schön anwurzeln, bevor es kalt wird. Ja, ihr habt richtig gelesen, ihr könnt jetzt immer noch etwas aussehen. Ich habe zum Beispiel von einer lieben Zuschauerin eine Winterpuffbohne, also eine dicke Bohne für den Winteranbau, zugeschickt bekommen. Diese könnt ihr bis in den November hinein noch stecken. Sie ist sehr frostresistent, verbleibt also im Boden und treibt dann zur richtigen Zeit im Frühjahr aus. Das habe ich jetzt noch nie probiert und bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Auf zwei meiner abgeräumten Beete im Küchengarten habe ich frischen Kompost ausgebracht und diese mit Jungpflanzen vom Kaffeeol, also Blumenkohl, bepflanzt, natürlich geschützt mit Schneckenkragen, denn die Schnecken sind noch sehr aktiv. Mit Blumenkohl hatte ich wirklich die besten Erfahrungen. Der bleibt den ganzen Winter über auf dem Beet, geht in eine Ruhephase, aber legt dafür zeitig im Frühjahr los und bildet dann schon im Mai, April, Mai die ersten Köpfe aus. Das ist dann immer ein großes Schauspiel, wenn man so früh schon Blumenkohl ernten kann. Außerdem habe ich ein Experiment gestartet. Bei Charles Dowding habe ich gesehen, dass er in solchen Gemüsekisten Salat pflanzt, den er dann im Gewächshaus über den Winter wachsen lässt. Das wollte ich auch probieren. Hier hatte ich noch Jungpflanzen. Diese Gemüsekisten habe ich zuerst mit Papier ausgelegt und dann ganz, ganz fest hineingestopft die Blumenerde, damit die Nährstoffe über den ganzen Winter hindurch reichen. Und diese Kiste kommt jetzt tatsächlich in mein unbeheiztes Gewächshaus. Und der Salat wird sicherlich langsamer wachsen, aber ich hoffe, dass ich doch über den Winter hinweg die äußeren Blätter nach und nach ernten kann. Hier im Gewächshaus habe ich noch ein paar Sellerieknollen. Das ist auch ein Versuch. Die sind draußen nicht so gut gewachsen. Jetzt habe ich sie hier reingesetzt und möchte schauen, ob sich doch noch eine Knolle ausbildet. Aber die sind ja sehr frostempfindlich, deswegen weiß ich nicht, wie das funktioniert. Außerdem habe ich vor ein paar Wochen hier in meinem Hochbeet auf der Terrasse eine ganze Reihe Asiasalate ausgesät und da möchte ich ein paar ins Gewächshaus umpflanzen. Jetzt ist auch die beste Zeit, um Stecklinge von diversen Obststräuchern zu nehmen. Ich möchte es dieses Jahr von meiner Zitrone probieren, die steht immer noch draußen, denn die kann man ruhig bis zu den 0 Grad draußen stehen lassen. Ich möchte auch noch, dass die Früchte ausreifen. Und da habe ich vom einjährigen Trieb, die lang geworden sind, abgeschnitten, die unteren Blätter entfernt und die dann in feuchte Anzuchterde gesteckt, eine Plastikhaube drüber und jetzt bin ich gespannt, wie schnell die anwurzeln. Außerdem nehme ich jedes Jahr von meinen Kräutern, da habe ich ein paar Raritäten, die ich fürs nächste Jahr erhalten möchte, Stecklinge, sobald die Wurzeln gebildet haben. Das geht immer sehr schnell, setze ich sie in Erde, kann dann den Winter über ernten und im Frühjahr kann ich sie dann gleich direkt hinaus ins Beet setzen. Das waren sie nun also, meine 7 Arbeiten für den Spätherbst. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart
und bis zum nächsten Mal hier bei mir im Küchengarten.